in eure Team. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Und ich kann wirklich nicht sehen. Nö, bringt nichts. Bringt alle nichts. Ja. Als das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine weiteren hinzugefügt werden. Es war und ist die höchste Spitze. Septimus, was willst du mir sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir eine neue Zielrichtung bekommen, der wir jetzt auch folgen wollen. Und mal gucken, was da so los ist. Gib mir mal die Karte. Da müssen wir hin. Ich habe diesen Ort noch nicht entdeckt. Aber ich habe Winterfest entdeckt. Super. Dann können wir schon mal nach da reisen. Dann müssen wir nicht den ganzen Weg zurück machen. Ich würde sagen, auf dem Hinweg. Na, Karte. Karte war M. Also, diesen Ort entdecken wir noch. Wir laufen einmal rüber und dann halt zu der Schriftrolle der Alten. Lasst mich raten, jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Fast richtig. Jemand hat uns mein Büchlein geklaut. Sonst noch Fragen? Ein Hühnerei. Cool. So, einmal kurz gucken, haben wir irgendwelche negativen Effekte von wegen Essen? Nein. Inneres Feuer. Okay. Kaiserliches Glück. Ja, also ist alles noch okay. Dann laufen wir mal ein bisschen. Mal wieder. Also diese Folge wird wieder gelaufen ohne Ende. Aber ich hoffe, wow, das dauert diesmal nicht so lange. Ach, der ist... Oh. Wow! Was willst du von mir? Das war gar nichts. Was willst du von mir? Wieso bist du die ganze Zeit auf mich so sauer? Wieso schlägst du mich? Schicken, Gold. Speech lost 10. Feeling raw food. Nordmed, nein. Nordpanzerhandschuhe sind allerdings schwer. Was ist denn das? Speed Carry Ride. Magica minus 5. Stamina minus 5. Aber was hat der hier für einen Scheiß? Stahlpfeile, zaubert mit der Ausdauer, Zwergenstiefel, plus 3. Nein, kann ich nicht gebrauchen, aber der hat ordentlich was dabei, was ich gebrauchen könnte. So, aber wo ist der hergekommen? Ich weiß es nicht. Der war auf jeden Fall plötzlich da. Ach, Tee. Apropos Tee, ja, ich habe gerade diesen schönen Podcast geguckt und da haben sie auch... Nein! Ich hasse dich! Ich hasse euch, ich hasse euch. Drachenfluch und... ja genau, Magie. So. Na?
Okay. Lass mich doch einfach mal gehen. Wieso komme ich nicht schnell hoch? Fuß! Bin ich etwa zu schwer? Objekte? 230 von 225. Nein, das kann eigentlich nicht sein. Aber wieso bin ich jetzt so langsam? Caps Lock gedrückt. Gut. Laufen wir weiter. Eisgeister sind mir im Moment egal. Kommen ja auch nicht hinterher. Dann können wir wieder unseren Bogen nehmen. Hallo? Bogen bitte. So. Und lauf weiter. Auf jeden Fall, haben die da so ein paar alternativlos halt so ein paar Sachen zum Thema Verkauf gesagt, womit man sozusagen Leute umkriegt, dass sie Sachen kaufen, die man haben möchte. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit des Plätzchens oder der Schnitten, dass sehr viele Schnitten verkauft werden oder bei einer sozusagen bei einer Review in einem Werk oder irgendwie, wow, böse, also irgendwie sowas, dass da halt es Schnittchen gibt, damit die Leute nach das mit etwas Positivem da möchte ich allerdings nicht hin als erstes, mit etwas Positivem verbinden. Ah, wir machen schon wieder hier so irgendwelche Scheißfolgen. Nein, damit die Leute das halt mit etwas Positivem verbinden und dadurch weniger negativ gegenüber den Leuten eingestellt sind. Und das, da gab es sogar Studien drüber. Da haben Leute einfach nur irgendwelche Themen Studenten gefragt. Auf einer Uni, das waren halt selbst Studenten. Und ja. Die haben die einmal vorher gefragt und einmal haben sie dann halt sehr gute Schnitten gemacht. Wow. Das ging doch gut. Und dann haben sie die gleichen Fragen nochmal gefragt. Und obwohl das Thema totaler Bullshit war, haben sie eindeutig mehr, also mehr von den Studenten, die diese Fragen bekommen haben, haben sehr viel mehr Leute dann auf dessen Fragen, auf dessen totaler Bullshit-Fragen positiv geantwortet. Also sozusagen haben sie die Leute abgefüttert, um sie gnädig zu stimmen. So, wo wollten wir hin? Na? Was? Ich war schon bei der Stadt. Ich Idiot. Das kann auch wirklich nicht mein Ernst sein. Okay. Dann kommen wir vielleicht noch in der Folge sogar noch in den... Ja, wir kommen bestimmt noch hier in den Kerker rein. Aber es ist halt deshalb, komme ich halt daher mit dem Tee. Ist Tee sozusagen auch sowas Gutes? Ist. Tee war nämlich damals sehr gefragt. Also zu älteren Zeiten, vor allem in England, gehört es halt zum guten Ton. Und da Tee ein richtiges Edelgut ist, ist es halt auch sehr, wird es halt sehr geschätzt und dadurch gibt es auch eine angenehmere Atmosphäre im Raum, wenn es sozusagen Tee gibt, weil man sich den Gastgeber über
gegenüber hält etwas etwas schuldig fühlt. Bettzeug schlafen. Sollte ich vielleicht machen. Mal kurz so 3 Stunden. Truhe. Pelzschild brauchen wir. Ach, wir haben den Zaubertrank der kleinen Heilung. Das ist schon mal gut. Denn die sind mir in der letzten Zeit ziemlich knapp geworden. Muss ich sagen. Oh. Das sieht hier nicht ganz so gut aus. Naja. Die Zwergen waren scheinbar schon da. Ja, ja. Ja. Also ich blätter das hier durch für alle, die das lesen wollen. Ich würde es jetzt nicht... Mein Gott, ist das groß. Und zu schließen. Ende. Ich würde es jetzt hier nicht extra in einem Let's Play vorlesen. So. Wo müssen wir hin? Wo sind wir hergekommen? Hier sind wir hergekommen. Genau, hier war dieser zwergische Metallbahn. Da hat ja auch, der Septimus hat ja auch gesagt, dass hier Zwerge sind. Da geht's nicht entlang. Da geht's auch nicht entlang. Also muss es... Schaufelkorb. Also muss es hier entlang gehen. Hoffe ich mal. Ruckelt das. Warum ruckelt es? Warum? Wo ist es? Ich weiß, dass ihr es für euch haben wollt, Jussar. Ihr wollt es immer ganz für euch alleine haben. Nein, es muss einfach noch mehr Skooma da sein. Schweigt, schweigt! Lügt mich nicht an, Jussar. Ihr habt es versucht. Okay. Das hört sich nach einer Khajiit an. Ich hoffe, ja, sie sind sowieso feindlich. Sonst wäre es ja kein Skyrim. Aber ich wüsste zu gerne, was man hier noch machen kann. Ich wüsste zu gerne, worüber die geredet haben. Ich wüsste zu gerne, was noch hier drin ist und diese schrecklichen Geräusche machen. Steinbank hinsetzen. Zwergenspinne. Golderz. Zwergenöl. Okay. Das ist schon etwas komisch. Hier in so einer Welt plötzlich so mechanische Wesen drin vorkommen. Ich weiß nicht weshalb. Da sind noch 2 Zwergenspinnen. Boah, das sieht ja hier richtig modern aus. Wow! Wow! Okay. Die sind nicht gerade nett. Das ist überhaupt nicht nett, was die hier machen. Aber innen sind sie klein. Da ist noch eine. Cool. Okay.
Gut, ich gehe mal hier nicht weiter, ich gehe mal zurück. Aber ich würde sagen, wenn ich da bin, höre ich auch für heute wieder auf. Damit ich noch ein paar Fun-Folgen andere Folgen aufnehmen kann. Und dann gucke ich mal. Das ist eine Truhe. Ein Klang der kleinen Heilung. Zwergenbrille brauche ich jetzt nicht. Zwergenband 2. Nein. Ach, aber da ist nur ein winziger Seelenstein. Forschungsnotizen. Okay. Da ist noch ein Band. Golderz, verbogenes Stück. Zwergenöl brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Ein Seelensteinfragment. Da ist noch ein Seelensteinfragment. Ja. Und hier ist noch ein Seelensteinfragment. Schreibfeder. Okay. Ist sehr, sehr komisch. Egal. Ich würde sagen, hier speichern wir mal kurz. Und dann machen wir uns sozusagen bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich nehme den Ton auf. Haut rein!